zeitgleich sind mehrere ETH Future ETFs genehmigt worden. Das Ergebnis hatten wir ja schon in der Einleitung kurz gesagt. Die Umsätze waren nicht sehr groß, was auch nicht zu erwarten war. Aber das Positive an der ganzen Geschichte, das muss man auch mal ganz klar sagen. Das Positive ist, im Sinne dieses Futures, der jetzt approved wurde, ist Ether in die Ecke, im Sinne eines positiven Verschiebens, in die Ecke eines Non-Securities geschoben worden. Weil es ist ganz klar, wenn Ether wie ein Security zu behandeln wäre, also der ETH-Coin wie ein Security zu behandeln wäre, dann hätte der Ether-Future-ETF unter einem ganz anderen Regime klassifiziert werden und rechtlich abgearbeitet werden müssen. Und da das nicht der Fall ist, kann man indirekt den Schluss ziehen, im positiven Sinne, ETH ist ähnlich wie Bitcoin und ähnlich wie XRP erstmal nicht als Security zu betrachten. Das ist aus der Ecke der Ethereum-Freunde eine sehr, sehr positive Nachricht und Einordnung.